Okay, cool. Hi zusammen, ich bin Sarina von Mindpex, neben mir sitzt mein Kollege Max. Wir dachten, nach dem ganzen Input, den wir euch jetzt schon gegeben haben, machen wir mal ein kleines Interview und fragen mal den Max, wer er eigentlich ist, zu seiner Story. Genau, das wird ganz interessant. Hört gerne zu. Schieße mal los. Willst du dich mal kurz selber vorstellen zuerst? Ja, gern. Ich bin Max. Ich arbeite, wie gesagt, auch für Mindpex, auch schon seit einer Weile. Und wir beschäftigen uns ja mit bipolarer Störung. Und ich habe selber eine. Ich habe die in meinem Medizinstudium, kam das auf, wo es dann, konnte man es nicht mehr sich drumherum drücken. Und ja, dann stand ich am Ende vom Studium, wo ich dann doch irgendwo durchkam, noch nach vielen Schwierigkeiten, vor der Idee, Psychiater zu werden. Aber habe eben gleichzeitig auch gemerkt, so ganz komme ich an die Probleme, die ich als Patient mit der Erkrankung hatte, als Arzt dran. Ich habe einfach im Alltag bin ich meiner Erkrankung alleine und so ist mir auch lange nicht aufgefallen, was ich eigentlich habe. Und so kann man es natürlich auch nicht so gut managen. Und wie alt warst du, als du die Diagnose bekommen hast? Vor 3 Jahren. Ich mein Alter natürlich nicht sagen, nein, 26. Er ist übrigens 12. Nein. Und also, aber wie war das dann vorher? Weil du hast es ja wahrscheinlich nicht erst vor 3 Jahren bekommen, sondern hattest wahrscheinlich vorher schon irgendwie ja, Symptome. Ganz kurz für alle, die gerade zuhören, die nicht so genau wissen, was eine bipolare Störung ist. In 2 Sätzen, was ist das? Wie äußert sich das? Jeder kennt Depressionen und bei der bipolaren Störung hast du eben noch das Gegenteil. Und das Gegenteil, also eine Hochstimmung, äußert sich durch übertrieben gute Laune, Regelfluss, riskantes Verhalten, viel Konsum und man verliert auch tatsächlich soziale Hemmungen und fällt dadurch ab. Kannst du das ein bisschen erläutern, weil ich finde so ein bisschen schwer greifbar, weil so gute Laune, jeder ist sehr gut gelaunt, ich bin ein Mensch, ich bin meistens echt gut gelaunt und wenn ich das so hören würde, ich weiß nicht, könnte man das vielleicht irgendwie fehlinterpretieren, so was. Wie kann man sich das vorstellen? Was heißt, wie äußert sich eine Manie? Hast du da vielleicht eigene Erfahrungen gemacht, die du teilen kannst oder so? Also gut gelaunt ist, am Anfang ist man auch gut gelaunt. Es gibt ja auch so Abstufungen, das fängt man an mit der Hypomanie, also noch eine voll ausgeprägte Manie. Da ist vielleicht noch die gute Laune häufig auch im Vordergrund. Also Hypomanie ist weniger als Manie, weil Hypo heißt ja eigentlich immer... Unter. Oh. Also, oh ja, das ist gar nicht, weiß nicht, ob das griechisch oder lateinisch ist, bin mir jetzt gerade auch nicht sicher. Kein Problem. auf jeden Fall ist so, genau am Anfang fängt es mit guter Laune an, man ist sich unsicher, wenn man auf einen Tag gut drauf ist, ist das eigentlich noch normal, ist das jetzt too much? Ganz schwer, aber dann geht's über, also wenn man wirklich die volle Ausprägung hat, dann ist man eher gereizt am Ende. Und gereizt in dem Sinne, dass du natürlich sehr viel Energie hast, sehr viel Tatendrang, irgendwas zu erledigen, sehr ablenkbar, fängst dies an, fängst jenes an und Menschen kommen da nicht mehr mit deinen Gedankengängen, mit dem, was du tust und versuchen dich vielleicht auch zu bremsen, weil sie auch gut mal mit dir und das stößt sie dann auf. Ja, oder wenn Leute zu langsam reden und es kommt einfach nicht voran, dann bist du schon aggressiv und fährst ja auch an und sowas in die Richtung. Okay. Und kannst du dich noch an deine erste Phase erinnern? Also wie hat sich das geäußert? War das eine depressive oder eine manische? Genau, bei mir waren die meisten depressiv. Das war lange vorwiegend, deswegen ist auch die Regel, dass man deutlich mehr depressive Phasen hat. Mhm. Deswegen wird es schnell verwechselt mit der normalen depressiven Erkrankung. Und das war zu Beginn des Studiums. Mhm. Also da warst du dann so um die 20 wahrscheinlich? Ich war 20 noch, genau, G9 Jahrgang, spät eingeschult worden, sehr schüchtern als Kind, aber andere Geschichte. Und dann haben natürlich jetzt, haben ja viele Probleme, neuer Lebensabschnitt, neue Dinge, auf die ich einstellen muss, alleine leben, Studium klarkommen. Bei mir dann auch immer, sicherlich auch so ein bisschen sehr kompetitiv gewesen in der Schule, schnell der Vergleich, Medizinstudium, sehr viele Leute, die einfach auch, ja, Gas geben, sehr strebsam waren und dann in diese Bredouille gekommen, muss eigentlich immer noch mehr tun, um irgendwie mitzukommen, gefühlt. Ja, das war unsere Persönlichkeit aufgebaut. Und dann dekompensiert man recht schnell, kommt noch Winter dazu.
Und wie äußert sich das? Ja, einfach einer schlechten Stimmung über mehrere Tage, Wochen hinweg. Mhm. Ich meine, jeder ist immer schlecht drauf. Vielleicht ist bei dir auch mal Tage und schlecht drauf, das weiß ich nicht. Auch ich bin mal schlecht drauf, ja. Hoffe ich für dich. Danke. Macht dir das Leben am Ende auch aus, dass es und die andere Seite auch gibt. Und ja, aber du kommst halt dann schlechter wieder zurück und du siehst dann wenig Gutes mehr am Tag und quälst dich halt durch und dann lässt du Energie nach und du vernachlässigst deine sozialen Kontakte und kannst dich auch nirgendwo richtig äußern. Natürlich am Anfang, wenn du eine neue kennenlernen, muss man ja nach außen auch was Positives verkörpern, sonst kann man niemanden kennenlernen. Mhm. Und ist natürlich auch schwierig als Heranwachsender dann offen über seine inneren dunklen Seiten zu sprechen. Und jetzt ist es ja so, dass man manchmal liest oder auch hört, dass, wie du gerade schon gesagt hast, dass die bipolare Störung gerade am Anfang oft mit einer Depression verwechselt wird. Jetzt wird gesagt, dass es aber gefährlich ist, wenn man bipolare Störung wie eine Depression behandelt. Warum ist das so? Was kann man da quasi falsch machen, was dann die bipolare Störung noch schlimmer macht, wenn doch die Depression ein Teil davon ist? Ja, also das ist immer noch wissenschaftlich, ist nicht zu 100% geklärt. Das ist teilweise, ich habe es auch mehr gelesen, Teil der Leitlinie, auch bei einer leichten bipolaren Störung, wenn es noch nicht unklar ist, ein Antidepressivum zu geben. Aber ich habe es bei mir erlebt, aber auch bei vielen anderen in Selbsthilfegruppen, dass immer wieder ein Auslöser ist, eine antidepressive Behandlung. Also, ganz verschiedene Medikamente da in diesem Spektrumsgruppe. Heißt letztendlich, ich bringe meine Stimmung nach oben. Wenn man sich das ganz bildhaft vorstellt, ich bringe meine Stimmung nach oben, dann muss das ja nicht heißen, dass es bei der Nulllinie, also da, wenn es mir normal gut geht, stoppt, sondern es kann eben auch drüber hinausschießen. Und so kommt es eben bei denen, die dann wirklich bipolar sind, häufig durch diese Medikamente, wenn sie dann keinen Schutz nach oben haben, eben auch zu einer Manie und entsteht dann oder fällt eine bipolare Störung dann auf. Ja, vielleicht ist es auch mindestens ausgelöst, vielleicht auch mit begünstigt. Und ich habe trotzdem dann über Jahre antidepressive Therapie gehabt und das hat mir phasenweise auch aus der Depression geholfen, denke ich schon. Nur es war nie dauerhaft stabil. Also es hat sich nie so angefühlt, als kann ich das lange halten. Mir war immer unsicher, klar, wie der nächste Winter kommt, so ungefähr, dann falle ich wieder in eine Depression. Und ja, das war keine Stabilität einfach. Okay. Und nochmal zurück zu deinen persönlichen Erfahrungen. Hast du beinahe, es ist jetzt sehr persönlich, also wenn ich irgendwo zu tief gehe, musst du das auch sagen, bei einer Manie schon mal irgendwas Krasses gemacht, weil du im Überschwung quasi warst? Oder hast du dich unter Kontrolle? Weißt du in dem Moment, dass du manisch bist? Oder merkst du das erst hinterher? Da muss man schon sehr viel Selbstreflexion haben, das zu merken. Hinterher mit Abstand. Das ist dann selber, du verlierst diese Beobachtungsfähigkeit, wenn du so in den Gefühlen drin bist. Das sind ja sehr intensive Gefühle, die du dann hast. Und das ist dir dann nicht bewusst. Nee, sonst würdest du wahrscheinlich was dagegen machen auch. Wenn du sagen, stopp, das mache ich nicht weiter hier. Und bis es man merkt, sehr spät, ja, manchmal kommt es eben auch gar nicht, aber man von außen dann häufig den Druck bis hin zu Polizeigewalt, um die als Betroffener dann ja wirklich was zu machen, in die Klinik zu gehen. Und ja, was Krasses gemacht. Also die ganz krassen Dinge, würde ich jetzt sagen, habe ich nicht gemacht. Also ich habe mich nicht hoch verschuldet, so in dem Sinne. Natürlich hat man mehr gekauft. Ich bin dann sehr politisch aktiv geworden. Es hat angefangen mit Social Media Postings, wahnsinnig viel. Ich weiß nicht, so
wenn ihr jemanden kennt in eurem Freundeskreis, der 3, 4, 5 Mal am Tag irgendwas auf Facebook postet. Ich meine, Instagram ist ja fast schon normal. Aber damals war das noch so, ist das, wenn es sich schlagartig ändert, dann ist es so ein klassisches Zeichen. Da ist das Richtung manische Symptome wahrscheinlich, ein bisschen im Argen. Und dann über Nacht eine Partei angetreten und dann natürlich Vorstellungen gehabt. Da schnell muss man was bewirken, muss ins Bundesparlament und so ein Wahn sich reingesteigert hat. Man ist viel besser als andere auch und kann das alles. Dann im sehr riskant mit Beziehung ist damals die Brücke gegangen. Und dann sehr viel Erfahrung gesammelt in der Hinsicht. Jemanden kennengelernt unter der Woche, am Wochenende nach Paris gefahren. Also sehr spontan, impulsiv. Das hört sich jetzt natürlich für einen Außenstehenden oder für eine Außenstehende ein bisschen so an, so ist doch einfach voll spontan, mal zu sagen, man fährt ein Wochenende nach Paris. Genau, kann ja mal normal sein, vielleicht auch. Kannst du, aber es gibt wahrscheinlich auch einfach keine. Für mich war es aber untypisch, muss man sagen. Ja, okay. Also wenn man mich dann irgendwie ein halbes Jahr vorher gesehen hätte, das hat dann nicht dazu gepasst. Es gibt ja welche von der Persönlichkeit, die einfach sehr spontan sind, die aber dann nicht diese extremen Wechsel haben. Okay. Und das ist auch eine ganz gute Überleitung, weil du gerade von Beziehung gesprochen hast. Was würdest du sagen, wie weit beeinflusst dich diese bipolare Störung so in Hinsicht auf Familie, auf Freunde, aber auch auf ja, engere Beziehungen? Eine weite Frage. Ich meine, früher war das alles sehr eingeschränkt, versucht möglichst in Sicherheit zu leben, so ein ganz kleines Umfeld zu haben, dem ich einigermaßen akzeptieren, in dem ich bin. Hoch und zurück, auch das ich ja schon früh hatte. Jetzt, seitdem ich in Behandlung bin, hat sich vieles entspannt. Die Ausschwankungen sind einfach sehr viel kleiner geworden. Und dadurch ist es einigermaßen normal. Es gibt ja immer wieder jetzt auch noch Phasen, wo es dann mal stärker ist. Auch jetzt mit, was wie gerade mit der Herbst ist eigentlich meine unliebste Jahreszeit, weil die Tage dann kürzer werden, Energie wird ein bisschen weniger. Und wenn dann noch Stress von woanders drauf kommt, dann gibt es schon mal Tage, wo es irgendwie nicht so einfach ist. Beziehungen. Ja. Müssen wir jetzt hier auch nicht vertiefen, das sind ja alles sehr private Themen. Ich hab eine Beziehung, es funktioniert. Wenn sie das erzählt. Hallo? Sicherlich können Dinge manchmal schöner kommuniziert werden. Das sind dann. Ich tue mich gerade ganz schwer, das zu beschreiben, was da anders ist, weil ich das nicht mehr anders kenne, aber manche Dinge möchte ich auch nicht mitteilen oder bin dann in so einem Gefühl drin, vielleicht mal aggressiv und igel mich so ein und sag dann nicht, was los ist. Okay.